Hallo liebe Freds, ich tue heute etwas, was manche von euch vielleicht komisch finden, andere sogar doof, aber ich tue es einfach. Ich lobe Netflix. Wir können uns wirklich trefflich über Streaming-Plattformen streiten, diskutieren, unterhalten über die Themen, die sie voranstellen, über die Massenware, die sie produzieren oder einkaufen, über die Filme, die sie stark bewerben, über die Übersichtlichkeit. Ja, aber ich finde, dass Netflix in einem Thema wirklich die Nase ganz weit vorne hat, und zwar im Thema Diversität. Ich als schwuler Mensch achte da natürlich besonders darauf und möchte euch heute deshalb gleich drei kleine Streaming-Perlen mit auf den Weg geben. Und beginnen möchte ich mit Circus of Books. Circus of Books was the center of the gay universe. Just like porn, P-O-R-N. If anyone asked us what our parents did, these are called cock rings. The official answer was, we own a bookstore. Stellt euch einfach vor, eure Eltern erzählen euch gar nicht wirklich, was sie beruflich machen oder zumindest nur zu teilen. Und genau darüber hat Rachel Mason eine Dokumentation gedreht. Ihre Eltern besitzen den Circus of Books, einen vermeintlich normalen Bücherladen. Das stimmt auch, denn im vorderen Teil gibt es Science-Fiction-Bücher, gibt es Bibeln und gibt es ausländische Zeitungen. Aber wenn man durch eine Schwingtür geht, gibt es den hinteren Teil. Und von dort aus versorgten sie die ganze schwule Community Amerikas mit Erwachsenenspielzeug und mit Pornografie. This is the face of Santa Monica Boulevard. In the 80s, if you could sell adult material, you could make a lot of money. We were probably the biggest distributor of hardcore gay films in the United States. But I never felt free to let anybody know what we did. Ich fand Circus of Books klasse, weil es auch ein tolles Zeitdokument über die 80er, über die AIDS-Zeit, über das Brüder-Amerika unter Reagan, in der die Verbreitung von Pornografie verboten werden sollte. Und mir hat natürlich sehr gefallen, dass es zeigt, dass Circus of Books zum Sammelpunkt, zum Treffpunkt von Schwulen aus ganz Amerika wurde und wie schwer es war, damals offen und öffentlich sozusagen schwules Leben zu führen. Und auf der anderen Seite ist es einfach eine Dokumentation über ein Elternpaar, das seine drei Kinder behütet großziehen möchte und Existenzängste hat. Sie wären fast vor dem Gericht gelandet, weil sie eben Pornografie verbreiten. Und als sich ein Sohn auch noch outet, ist das für Karen, die gläubige Jüdin ist, ein ganz, ganz großes Problem, was mich so verwundert hat, weil sie denke, ihr versorgt alle Schwulen Amerikas mit Pornografie, dein Sohn sagt, ich bin es auch und das ist ein Problem. Und das ist ganz wunderbar, sehr intim auch und sehr nah. Man hört auch Karen öfter sagen, warum filmst du eigentlich, Rachel? Was soll das und muss das wirklich alles gezeigt werden? Ja, ich finde, es muss und es lohnt sich wirklich, Circus of Books zu schauen. I wanted to be part of the world, but I didn't see anyone like me in it. I hear about a summer camp for the handicapped run by hippies. Somebody said you probably will smoke dope with the counselors, and I'm like, sign me up. Meine zweite Empfehlung ist Crip Camp. Executive Producers sind Michelle und Barack Obama. Und schon das finde ich ein ganz wunderbares Zeichen. Die deutsche Übersetzung Sommer der Krüppelbewegung. Boah, mir sträuben sich alle Nackenhaare. Ich finde das eine ganz schlimme Übersetzung. Aber sei es drum. Crip Camp ist in der Nähe von Woodstock ein Camp für Menschen mit Beeinträchtigung und ist ganz wunderbar, was da in den 70ern passiert ist. Up to Camp Jeanette and find yourself. There I was at Woodstock. You wouldn't be picked to be on the team back home, but at Jeanette, you had to go up the back. Even when we were that young, we helped empower each other. It was allowing us to recognize that the status quo is not what it needed to be. Wieder gelacht wurde, wie musiziert wurde, wie Baseball gespielt wurde, wie auch mal ein Joint geraucht wurde. Es geht um Küssen und Dates, es geht um die unterschiedlichen Grade von Beeinträchtigungen. Wir sehen ganz tolle Interviews mit den Menschen mit Beeinträchtigungen, was sie sich zum Beispiel von ihren Eltern wünschen. Es ist ein Summer of Love, Flower Power kam mir in den Sinn und aus diesem wunderbaren Sommer in Crip Camp entsteht später eine politische Bewegung von Menschen mit Beeinträchtigungen, die sich in diesem Sommer getroffen
und gefunden und nicht mehr aus den Augen verloren haben. Und die dann Druck ausüben und sich organisieren und sagen, wir möchten sichtbar sein und wir möchten nicht mehr diskriminiert werden. Wir haben keinen Zugang zu öffentlichen Schulen, wir haben keinen Zugang zu öffentlichen Gebäuden. Wir sind nicht normal in Berufsleben integriert und das muss sich ändern. Und aus dieser Bewegung entsteht ganz großer politischer Druck, der zum Schluss die Änderung von Gesetzen bewirkt. I have cerebral palsy. What's that? It's a disability in the brain manifested through muscular incoordination. Okay, now you're just being a drama queen. In meiner dritten Empfehlung schlägt das Thema Diversität sozusagen gleich doppelt zu. Denn es geht in ein besonderes Leben, so der Titel der Serie, um Ryan O'Connell, einen jungen Mann, der an infantiler Zerebralparese leidet und auch noch schwul ist. Und wenn er jetzt denkt, deshalb hat das doppelt schwer, weit gefehlt. Diese Serie, finde ich, ist so positiv und so offen und so nach vorne gerichtet und sie zeigt so toll, dass die Tücken des Alltags oft eher im Schuhebinden oder Briefe öffnen liegt, denn in zwischenmenschlichen Beziehungen. Es geht zum Beispiel auch um das erste Mal von Ryan, dass er mit einem Callboy hat. Und seine Kollegin aus der Agentur, in der er einen Job angenommen hat, sagt, ja, und ganz viele Freundinnen von mir haben ihr erstes Mal mit einem Callboy. Und diese Szene, ich frage mich, hätte ich sie so vorgeschlagen für einen deutschen Sender, für eine deutsche Produktion, für eine deutsche Produktionsfirma, wäre sie genauso umgesetzt worden. Es steckt eine unglaubliche Kraft in ein besonderes Leben. Und Ryan O'Connell ist eher, finde ich, ein Phänomen, denn er hat die Serie, die Drehbücher selbst geschrieben, er spielt sich selbst, denn die Serie beruht auf seiner Autobiografie I'm Special and Other Lies We Tell Ourselves. Ihr solltet ein besonderes Leben dringend gucken und weiterempfehlen. Und schreibt uns doch in den Kommentaren, habt ihr etwas von den Dingen, die ich euch empfohlen habe, gesehen? Wie gefallen sie euch? Was habt ihr noch entdeckt in Thema, in Sachen Diversität auf Netflix? Schreibt es uns gerne und schaut Circus of Books, Crip Camp und Ein besonderes Leben. Bis denn. Diversity hire. You got anything? I'm kidding. Straight white men are canceled.